komisch. Aus Köln, 20 Jahre alt. Vor kurzem lief sie neuen DLV-Rekord. Und ihre Konkurrentin Edith Oker aus Leverkusen hier mit der Startnummer 941. Die junge Schwäbin jetzt für Leverkusen startend. Zweite schon zweimal, vor 6 und vor 4 Jahren, über diese Distanz im vergangenen Jahr verletzungsbedingt nur Sechste. Aber heute in Vor- und Zwischenlauf bisher die Stärkste. Alle 8, Gerstenmeier aus Hamm, Reidig Mannheim, Oker Leverkusen, Denk Köln, Lattner Abensberg, Sabine Braun, die Siebenkämpferin aus Düsseldorf, Anke Königer Stuttgart und Birgit Engel vom TK Grevenbruch. Bahn 3, Edith Oker, Bahn 4, Ulrike Denk. Das sind die beiden, die den Meistertitel wohl unter sich ausmachen werden. Ulrike Denk im vergangenen Jahr schon Meisterin, zusammen mit Heike Filsinger aus Mannheim, die diesmal wegen Verletzung fehlte. Da haben wir die beiden noch einmal. Rechts Oker, links Denk. Guter Start für Edith Oker, die dritte von rechts, die in Führung liegt. Jetzt kommt Ulrike Denk langsam. Und im Ziel ist sie hauchdünn vorn, die Kölnerin. In einer guten Zeit offiziell 13,12 Sekunden. Deutsche Meisterin Ulrike Denk. Hier haben wir sie vom Eis vor Köln. Zweite Edith Oker aus Leverkusen. Die Zeitlupe zeigt, dass vom Start weg Edith Oker eine leichte Führung hat. Und Ulrike Denk, aber das kennt man ja bei ihr, langsam erst aufrückt, an der 7., 8. Hürde näher kommt und die Leverkusenerin an der 9. Hürde erreicht und schließlich noch im Auslauf überlaufen kann. Entscheidend für den Erfolg der beiden, was die Zeiten betrifft, Edith Oker, die zweite, lief 13,17, ist, dass sie im Winter ihre Grundschnelligkeit wesentlich verbessern konnten. Und das kommt auch dem Hürdenlauf zugute. Mit Ulrike Denk und mit Edith Oker kann der Deutsche Leichtathletikverband der Bundesrepublik mit Sicherheit 2 Läuferinnen nach Los Angeles entsenden, die Chancen haben, den Endlauf zu erreichen. Hier noch einmal die Siegerin, Ulrike Denk. Die Zeiten der 8 Endlaufteilnehmerin. Ulrike Gaugel, 24 Jahre aus Sindelfingen, die Sprinterin, die wir im Augenblick besitzen. Favoritin natürlich, neben mir Elke Vollmer aus Dortmund. Ganz rechts Martina Frank aus Andernach-Neuwied, die deutsche Jugendmeisterin des vergangenen Jahres. Dann Ulrike Savary aus Heidelberg. Da haben wir Martina Frank. Aus Heidelberg Ulrike Savary, Elke Gaugel, Elke Vollmer, dann Michaela Schabinger und Resi Merz, die beiden Ingolstädterinnen, Christine Elsner aus Mainz und ganz links Mechthild Kluth aus Hamm. 4 junge Läuferinnen von 18, 19 Jahren und in der Mitte 4 etwas routiniertere. Die Favoritin auf Bahn 3, hier haben wir sie, Elke Gaugel, Heidi Elke Gaugel aus Sindelfingen. Vom Start weg löst sie sich vom Feld, läuft elegant und locker und gewinnt. Deutsche Meisterin Heidi Elke Gaugel vor den beiden Ingolstädterinnen Michaela Schabinger und Resi Merz. Und sie freut sich über ihre Zeit, die offiziell dann 11,26 Sekunden beträgt. Das ist ausgezeichnet, windstill im Übrigen bei diesem Rennen. Und 11,26, das ist nicht nur Platz 14 in der diesjährigen Weltbestenliste, das ist auch die drittbeste Zeit, die nach Annegret Richter und Inge Helten eine Sprinterin des Deutschen Leichtathletikverbandes der Bundesrepublik erreicht hat. Und natürlich ist es deutsche Jahresbestleistung für den DLV. Leicht, locker, überhaupt nicht verspannt. Am Ende muss sie natürlich auch nicht kämpfen. Da fehlen dann ein paar Hundertstel. Dennoch eine überzeugende Leistung. Und endlich wieder mal eine Sprinterin mit der 24-jährigen Sindelfingerin, die unter 11,30 läuft. Heidi Elke Gaugel, deutsche Meisterin, nachdem sie im vergangenen Jahr über diese Distanz nur Sechste gewesen war und die beste Platzierung vor 3 Jahren ein 2. Rang gewesen ist. Gratulationen natürlich und viel Freude bei ihr, die mit Sicherheit in der Einzelkonkurrenz in Los Angeles antreten kann. Und hier noch einmal die jungen Damen des 100-Meter-Finales. Die Siegerin Heidi Elke Gaugel,
Michaela Schabinger, die 23-Jährige aus Ingolstadt mit 11,66, also 4/10 dahinter. Zweite, Resi Merz aus Ingolstadt, die ja schon einmal Meisterin gewesen ist, mit 11,70, dritte.